Nach Pisa-Schock und Rüdli-Gewalt haben Deutschlands Schulen seit ein paar Jahren ein weiteres Problem: das Internet. Denn dieses nutzen die Schüler nicht etwa zum Lernen, sondern um sich gegenseitig fertig zu machen. Zumindest erwecken viele Medienberichte diesen Eindruck. Cyberbullying bzw. Cybermobbing sei ein Massenphänomen, heißt es da. Und bis zu jeder dritte Schüler sei schon mal Mobbingopfer bei Facebook, Instagram oder YouTube geworden. Der Lehrer Günther Steppich aus Wiesbaden wundert sich, wo diese ganzen Opfer eigentlich sein sollen. An seinem Gutenberg-Gymnasium und den anderen Schulen, die er als Jugendmedienberater besucht, jedenfalls nicht. In den letzten 5 Jahren kann ich mich hier an gar keinen wirklich gravierenden Fall erinnern. Es gibt natürlich immer wieder mal Fälle, wo in der WhatsApp-Klassengruppe irgendwas mal eskaliert und dann spricht man mit den Kids und dann ist es auch wieder gut. Ich kenne persönlich jetzt gar keine Schule aus meinem Erfahrungsbereich, wo diese Zahlen auch nur annähernd zutreffen. Steppich streitet nicht ab, dass Jugendliche online beleidigt oder sogar bedroht werden. Schließlich gehe es im Facebook-Chat auch nicht anders zu als auf dem Schulhof. Aber zu echtem Cyberbullying gehört mehr. Und wer in diese Kategorie des Cyber-Victim fällt, das definieren Wissenschaftler sehr unterschiedlich. So erklärt sich, dass je nach Studie mal jedes dritte, mal jedes fünfte oder auch nur jedes 50. Schulkind diese Kriterien erfüllt. Steppichs Konsequenz aus dem Studienwirrwarr? Anstatt vor dem Internet als Wurzel einer neuen Mobbingkultur zu warnen, holt er das Smartphone ins Klassenzimmer und diskutiert mit den Teenagern ihr Verhalten in den sozialen Netzwerken. Wenn man Kindern so ab der Klasse 5, 6, 7 klar macht, was man mit Mobbing schlimmstenfalls jemandem antun kann, was einem auch als Täter für Strafen drohen, und dass man auch allen klar macht, dass man in dem Moment, wo man Fälle von Mobbing mitbekommt, auch verpflichtet ist, dagegen vorzugehen und einem Mobbingopfer beizustehen, kann man die allermeisten erreichen. Steppich vertraut auf die Vernunft seiner Schüler und hat bisher damit Erfolg. In der öffentlichen Debatte ist solche Gelassenheit allerdings die Ausnahme. Hier dominieren Geschichten über Kinder, die Opfer von Cybermobbing geworden sind. Wie etwa der Fall Amanda Todd. Das kanadische Mädchen wird online schikaniert und gedemütigt. Im Alter von 15 Jahren nimmt sie sich das Leben. Fast kein Bericht über Cybermobbing kommt ohne diese traurige Geschichte aus. Eine unglückliche Wahl, findet der Psychologe und Cybermobbing-Experte Jan Fetsch. Der Fall Amanda Todd ist kein typisches Beispiel für Cybermobbing. Hier ist es eben so, dass ein Mädchen tatsächlich über längere Zeit ausgegrenzt wurde, dass sie aber vielleicht auch eben andere Probleme und Schwierigkeiten hatte, die in diesem Fall eine Rolle spielen und die auch letztendlich dann mit zum Suizid geführt haben. Der Selbstmord eines Kindes ist immer eine Katastrophe. Umso wichtiger ist es, jeden Fall individuell zu betrachten. Und wenn man das tut, stellt man fest, ein Massenphänomen ist der Suizid unter Jugendlichen wegen Cybermobbing nicht. Der typische Alltag im Netz sieht aber anders aus. Da sind Beleidigungen eigentlich das Häufigste, was vorkommt, die vielleicht dann auch wiederholt werden und auch unangenehm sind, aber vielleicht nicht so dramatisch sind, dass sie sozusagen den Jugendlichen dann in den Selbstmord treiben. Trotzdem wird in Deutschland genau diese Angst sogar noch befeuert. Etwa von dem Karlsruher Verein Bündnis gegen Cybermobbing. Dessen viel zitierte Studie Cyberlife aus dem Jahr 2013 wurde von der ARAG-Versicherung finanziert. Praktisch, dass der ARAG-Konzern kurz zuvor ein neues Produkt entwickelt hatte. Die Versicherung ARAG Web Active gegen Cybermobbing. Zum Familienpaketpreis von 9,90 Euro. Namhafte Medien zitieren aus der Studie, trotz der fragwürdigen Zusammenarbeit. Die Verfasser der Studie sind beliebte Interviewpartner. Dabei scheut der Verein sich nicht, mit dem Selbstmord von Kindern für sich und seine Arbeit zu werben. Man möchte eben aufrütteln und sensibilisieren, verteidigt das Bündnis seine Kampagne, die es aus Geldmangel nie ins Fernsehen geschafft hat. Alle Kinder spielen mit ihrem Fake-Account. Außer Nick. Der hängt am Strick. Jedes Kind verdient Schutz vor Mobbing, online wie offline. Aber das Thema ist zu wichtig, um es denen zu überlassen, die am lautesten davor warnen. Wer verhindern will, dass Kinder im Netz gedemütigt werden, der muss mit ihnen darüber sprechen, wie Kommunikation im Internet funktioniert. Mit der Verbreitung von Angst vor dem Netz
hilft man hingegen keinem einzigen Kind.